So, moin moin Leute, da sind wir wieder und diesmal sogar wirklich in dem Level schlechthin, was meiner Meinung nach wirklich Medieval ausgemacht hat. Also an das Level konnte ich mich noch Jahre danach erinnern und das ist wirklich im Gedächtnis drin geblieben. Warum werde ich jetzt nicht verraten? Ich werde jetzt einfach wie immer starten und wir schauen uns dieses wunderschöne Gebäude einfach mal von innen an, würde ich sagen. Im Asyl. Hier hausen feuerspuckende Monster, kopflose Gespenster und. Aber eigentlich war das woanders. Das hier ist das mit den Verrückten. So geil, ey. An sich, das Level kann nervig sein, wenn man jetzt zum Beispiel nicht überall den Gral gesammelt hat und jetzt keine vernünftige Waffe hat. Ebenso wie nicht genügend Gesundheit oder das Level auch zum ersten Mal sieht. Aber ich werde jetzt gleich sehen, wie es laufen wird. Kann auch sein, dass ich jetzt sterben werde. Denn hier gibt's ein paar Gegner, die etwas eigen sind, sagen wir es so. Aber das alles zur Zeit. Natürlich haben wir hier auch den Schwierigkeitsgrad von Raum zu Raum etwas höher. Wie man sieht, kommen jetzt nicht nur diese plumpen Kollegen hier, sondern auch hier sind noch zwei Mörser in der Ecke, die uns versuchen, in die Suppe zu spucken. Was ich jetzt nicht besonders so schlimm finde, weil die treffen eigentlich so gut wie nie, wenn man in Bewegung bleibt. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr selten der Fall. Ich bin jetzt einfach mal zurückgegangen, weil ich schauen wollte, ob hier noch vielleicht irgendwas liegt. Aber nein. Aber hier vielleicht. Überall Verrückte hier immer. Man hört zu lachen. Okay, die Flasche lassen wir liegen. Weil wir wissen, wir fressen eh noch Schaden. Von daher wird die uns später schon ganz gut tun. Vielleicht mal hier ein bisschen eine andere Waffe. Wir arbeiten so viel mit dem. Mit dem. Langschwert, dass wir hier gar nicht den guten alten Arm von Dan benutzen konnten. Hat natürlich alles so seine Gründe. Ich meine, es ist super geil. Da kann man sagen, was man möchte. Problem ist halt nur, die Waffe ist sehr, sehr nutzlos. Wenn ich so drüber nachdenke, ist bis auf jetzt den Joke natürlich die Waffe vielleicht nur deswegen gut, wenn diese kleinen Kobolde uns bestehlen, dass man überhaupt noch eine Waffe hat. Aber gut. Das wird hier langsam ein bisschen bunt. Vor allen Dingen habe ich hier etwas weniger Freiraum durch die Fiole. Lol. Also suizidgefährdete Zombies habe ich bisher auch noch nicht so häufig gesehen. Aber gut, die werden hier wahrscheinlich nicht ohne Grund in der Irrenanstalt sein. Ich meine, wenn man sich mal das prachtvolle Gesicht dieser Schönheiten ansieht, dann weiß man gar nicht mehr, was der Ausdruck leere Gesichtsausdruck bedeutet. Oh. Das war doch schon ziemlich knapp. Okay, wir müssen nach unten nehmen. Vor natürlich. Nein! Holy fuck! Komisch finde ich, ich sehe das jetzt gerade noch mal im Stream. Ist wirklich, dass ich noch gesprungen bin und dann in der Luft gestorben bin. Also das ist Verarsche auf ganzer Linie, aber gut.
Was könnten wir hier noch ausprobieren? Spaten funktioniert leider nicht, stelle ich mir auch lustig vor. Aber gut. Nehmen wir mal hier ein Kurzschwert und ein Schild. Das Bronzeschild, wir wollen ja Geld sparen. Wir sind Pfennigfüchse. So. Schauen wir einfach mal, wie man hiermit arbeiten kann. Was ich natürlich sehr geil finde, ist diesen Sprint mit dem Schild. Hat einfach den Vorteil, dass man wirklich auch dann keinen Schaden frisst. Oder doch? Nein, Gott sei Dank. Der Nachteil ist natürlich, das Schild leidet sehr, sehr stark darunter. Aber ich meine, beim Bronze-Shield ist das jetzt nicht allzu schlimm. Das kostet ja fast ja nichts. Aber später wird das schon relativ ärgerlich. Oh, und da haben wir wieder unsere Buckelfreunde, die immer für den Spaß zu haben sind mit ihren schönen Pipi-Langstrumpf-Socken hier. Vielleicht ist das sogar Pipi Langstrumpf gewesen mit ihren anderen Geschwistern. Man weiß es nicht. Ich meine, in Gellomir ist alles möglich. Oh, wunderschön. Jetzt nehmen wir natürlich noch die Fiole wieder mit. Sind eigentlich recht gut hier drinne. Und das sind die Kandidaten, die mir am meisten Spaß machen in diesem Level. Nicht, weil sie irgendwie hier sich super in die Suppe kiten lassen oder so. Ich finde die einfach vom Design und vom Gedanken her eigentlich einfach genial. Ich meine, im Prinzip sehen sie schon ein bisschen aus wie Astronauten, wenn man sich die anguckt. Aber wenn man nochmal genauer hinguckt, sind es natürlich Zwangsjacken. Nichtsdestotrotz ist das immer noch lustig. Also wer das nicht lustig findet, der hat einfach keinen Humor. Oder weiß nicht, was lustig ist. Eins von beiden. Wäre echt auch beides. Wunderschön. So. Jetzt nehme ich aber mal wieder hier. Den Kriegshammer hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Nehmen wir mal den Langbogen. Okay, hier wird's nichts mit dem Kiten. Ist natürlich nicht so schlimm. Bringt uns natürlich nur etwas mehr Arbeit. Ich glaube, so gern ich den Bogen jetzt weiterhin ausprobieren würde, um euch den näher zu bringen, wechsle ich die Waffe, denn mit den Freunden hier ist das nicht so einfach. Das ist natürlich auch eine schöne Definition. Quasimodo. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht bei den Buckelkindern hier. Finde ich gut. Oh. Ich bin der lustige Astronaut. So, jetzt können wir gleich. Wunderschön. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte gehofft, dass ich die von hier aus treffen kann. Kann man nicht. wir nehmen jetzt nochmal vom Langbogen ein bisschen was mit. So, hier einmal Schild. Ansonsten, wir kommen eigentlich relativ gut hier hin mit unserem Geld. Okay, hier habe ich jetzt vielleicht eine andere Idee. Das könnte vielleicht funktionieren. Die Perspektive ist jetzt natürlich nicht ganz auf meiner Seite, aber okay. Versuchen wir die einfach hier mit Thors Hammer so niederzumetzeln. What? Hau den Lukas. Komm her, Lukas. Oh. Ich wollte nur den Lukas hauen, nicht den Jean-Pierre hier. Aber
Alles klar. Kriegen halt alle hier einen auf den Sack. Kommen die immer wieder neu oder was ist hier los? Ich glaube jetzt, gleich können wir die Fiole doch kaufen. Dann lohnt sich das auch wieder. Ich glaube, die bringt 50 oder so. Und was mir jetzt direkt wieder ins Auge springt, ist, dass ich vergessen habe, die Facecam umzustellen. Aber beim nächsten Mal denke ich wirklich dran. Keine Sorge. Nochmal wird es nicht vorkommen. Dann seht ihr auch mal wenigstens den Lebenspunktestand. Ich glaube, an den Kopf von Sir Daniel Fortescue oben links in der Ecke habt ihr auch mittlerweile genug gesehen. Und wer nicht genug gesehen hat, der kann ihn noch wunderschön auf den normalen Screen in die Augen schauen. So, nehmen wir die Pulle hier. Ja, sind genau 50. Zwei werde ich jetzt nicht kaufen. Könnten wir natürlich machen. Aber ich glaube, das rentiert sich jetzt nicht wirklich. Dann haben wir nämlich 12 LP verschenkt. Und das machen wir ja nicht so gerne. So, jetzt haben wir hier einen ganzen... Oh, sogar Strudel. Sehr schön. Apfelstrudel hier. Dann können wir direkt gleich unsere Pullen hier aufladen. Hätten jetzt natürlich das Ganze uns sparen können. Ich habe vor dem Level habe ich noch dran gedacht, ja, hier ist so ein Apfelstrudel. Und als ich dann doch im Level war, habe ich es völlig verpeilt. Aber gut. Also wäre vielleicht, wir haben ja schon gesehen, man bekommt mehr Ampullen hier oder Pillchen oder was auch immer für Pillchen hier. Und ja, wenn man später halt 4 oder so ist, glaube ich, das Maximum hat, kann man das hier, das Level eigentlich relativ, hallo Quasimodo, kann man das Level eigentlich relativ häufig wiederholen oder schnell wiederholen, um halt seine Lebensleiste schnell und natürlich, das ist das Entscheidende, kostenlos wieder aufzufüllen. Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, hier gibt es grundsätzlich schon mal ein bisschen Gold. Das heißt, wer es wirklich nötig hat, kann hier auch ein bisschen farmen. Aber ich finde, mit dem Geld, was man hier im Laufe des Spiels schon alleine in den Levels durch den Casual Run sammelt, hat man genug. Es sei denn, man pült jetzt wirklich permanent mit dem Bronze-Shield hier oder Silberschild oder wie auch immer hier durch die Level, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man die Moneten doch braucht. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ wertlos hier in dem Spiel. Ah. Ich war jetzt kurz irritiert. Wunderschön. Also, wer die Anspielung hier auch nicht versteht, tut mir leid. Ihr habt viel verpasst. Hoppla. Da war ich etwas spät dran. So. Vielleicht noch mal kurz, für euch erwähnen, um welche Szene es sich hier gehandelt hat. Es war The Shining. Und zwar die Szene, wo Jack Nicholson durch die Tür kommt und anstatt hier kommt Axti, hier ist Johnny, glaube ich. Johnny war es, glaube ich, ruft. Auf jeden Fall sehenswert der Film. Deshalb meinte ich auch gerade, ihr habt was verpasst. Aber genug jetzt
über den Film gequatscht. Wir haben hier so ein wütendes Baby vor uns. What the f... Okay, das habe ich ein bisschen verpeilt. Scheint einfacher zu sein, wenn man einfach gegen die Säule hier läuft, beziehungsweise ihn gegen die Säule laufen lässt. Ich persönlich muss jetzt sagen... okay, ich muss den wunderschönen Rücken von ihm zermetzeln. Ich persönlich muss sagen... So. Ja. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja genau, der Boss. Ich finde, der Mausoleum-Boss war das, glaube ich, der halt das Glas-Skelett-Moped-Ding. War wesentlich schwerer, schon alleine dadurch, dass es so lange gedauert hat. Oder auch die Wölfe, also die haben ja wirklich arg lange gedauert. Fand ich auch wesentlich schwerer. Aber der Boss ist einfach genial vom Design und ist mehr so der lustige Boss, würde ich mal behaupten. Wunderschöne Animation. Und hier haben wir auch einen zweiten Brunnen. Ich glaube, hier rüber komme ich noch nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht man hierfür ein weiteres Item, das man leider erst später bekommt. Ja, es funktioniert nicht. Ja, uns fehlt noch ein Item. Wir könnten jetzt natürlich endlos weiter hier probieren, aber es wird uns nichts bringen. Jetzt muss ich kurz überlegen, das heißt... Jetzt bin ich etwas irritiert, eigentlich müssten wir darüber kommen. Oder auch nicht. Habe ich hier was übersehen? Ich brauche einen Schlüssel. Gut, wo finde ich einen Schlüssel? Hat der Kerl hier einen Schlüssel hinterlassen? Ich glaube nicht. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, hier ist schon mal nichts. Vielleicht habe ich den auch schon aufgehoben. Bürgermeister, okay. Hat sich erledigt. Herrje, hab hier ja schon viele Irre gesehen, aber so ein Gesicht noch nie. Das Grinsen eines Schwachkopfs und kein Küchenverstand in diesem schrecklichen Glubschauge bleibt mir vom Leib. Oh, Verzeihung. Kannst du mir helfen? Ich bin hier falsch. Ich bin nicht verrückt. Ich bin der Bürgermeister. Ich will mein Leben. Ist das Gleiche. Festbankette eröffnen, duschen, ohne dass mir ein Psychopath den Rücken schrubben will. Bitte, hol mich hier raus. Den Anubisstein? Ich weiß, wo sich ein Stück dieses Steins befindet, aber das wird nicht einfach. Es ist nämlich an einem echt gruseligen Ort, im Schattendämonengefängnis, unten im Zauberwald. Mein Ururgroßvater ließ es vor Jahren dort zurück, aus Sicherheitsgründen. Das ist kompliziert. Zuerst musst du in den Zauberwald. Zum Glück habe ich hier den Schlüssel. Dann brauchst du die Schattendämonenklaue, mit der du in das Gefängnis gelangst. Sie ist im Safe in meinem Haus. Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Ich habe im Dorf Hinweise versteckt, die dir helfen, den Safe zu öffnen. Zuletzt musst du die Hexe finden, die in dem dunklen Wald lebt. Sie kennt den Eingang zum Gefängnis. Hast du das alles verstanden? Gut. Brechen wir auf, bevor Sarok zurückkommt. Hast du vielleicht ein belegtes Brötchen? Oder ein Solei? Hm.
So, jetzt haben wir schon mal den Waldschlüssel und die Mondrune und können jetzt eigentlich direkt aus dem Level hier raus. Haben diesmal leider keine neue Waffe. Aber gut, passiert. mir fällt auch gerade spontan ein beim letzten Let's Play von dem Level. Als wir den Kelch gekriegt haben, haben wir leider die Sequenz von der Waffe nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich hatte das Video öfters aufgenommen. Ich schau mal, vielleicht kann ich da irgendwie noch in späteren Let's Play was machen. Vielleicht einfach die Dame oder wer auch immer das ist, ansprechen und schauen, was da los ist. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen da. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Bis denn.